Ein herzliches Hallo aus dem Bildungs- und Familienzentrum Vielenbusch. Ich möchte alle herzlich begrüßen heute aus der Ausstellung Dialog in Farben statt Schwarz-Weiß-Malerei. Das ist ein Kurs, der in diesem und letzten Jahr bei uns stattgefunden hat, mit einigen Problemchen natürlich, weil der nicht durchgehen konnte die ganze Zeit. Aber wir haben es geschafft, hier eine ganz tolle Ausstellung zusammenzustellen und werden das heute erstmals auch virtuell vorführen. Der Kurs wurde gefordert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und geleitet wurde er von dem Künstler Maruf Ahmed, der seit über 40 Jahren als freischaffender Künstler unterwegs ist. Er ist auch Kunstlehrer an Schulen hier in Bonn und hat mehrere Ausstellungen im In- und Ausland schon durchgeführt. Ja, Maruf Ahmed ist Bonner Bürger, so wie auch die Teilnehmenden in dem Kurs, Bonner und Bonnerinnen. Gleichzeitig sind sie aber auch zugewandert, auch so wie unser Künstler Maruf Ahmed, der auch aus Bangladesch kommt. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht sagst du uns was zu dem Titel Dialog in Farben statt Schwarz-Weiß-Malerei. Was hat das auf sich mit dem Titel? Vielen Dank, Mona. Ich freue mich auch sehr, das ist nicht das erste Mal, mit dir zusammenzuarbeiten und mit dieser, ich habe auch mit vielen Kindern hier gearbeitet. Ich mache ja auch beruflich so Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch, solche Aktionen. Und wie man sieht, was für schöne Ausstellung, nur leider haben wir keine Zuschauer heute, aber vorher haben wir immer wieder große Zuschauer gehabt und das war wirklich schön. Und ich mache mir auch sehr viel Spaß, solche Kurs zu machen und jedes Mal, wenn ich irgendetwas mache, habe ich ein bestimmtes Thema oder Kurses und diesmal mein Thema war Dialog der Farben. Das heißt, mit Farben und Formen drücken wir unsere Gedanken jenseits von Sprache aus. Wir wollen eine lebendige und offene Kultur darstellen, verbreiten dazu unsere Gedanken über Themen wie Freiheit, Werte, Tradition, Heimat, Chancen oder Anerkennung in vielfältiger Weise als Dialog der Farben. Damit setzen wir ein Zeichen gegen gängiges Klischees und Schwarz-Weiß-Malerei. So, jetzt werde ich mal sagen auch, wie du auch erwähnt hast, dass ich aus Bangladesch bin. Ich bin ja auch, freue ich mich sehr, dass ich mit einem Stipendium nach Bangladesch gekommen, zweites Kunststudium hier gemacht. Und ich habe hier in dieser Ausstellung, was ihr seht, da sind auch mehrere, die, wie du gesagt hast, und sie haben ihre Gedanken in einer Weise hier dargestellt. Und zwar, wenn man hier das sieht, das ist von der Salua. Sie hatte Gegenstand mit dem hintergrundlichen orientalischen Stellungen gehabt. Oder zum Beispiel, da sind die auch Hani immer wieder mit dem Internet gemalt, also digital und so weiter, habe ich gesagt, ach, die sind ja schön, mach doch mal selber was auf deine Weise, von deiner eigenen Hand. Ja, habe ich das nie gemacht, habe ich gesagt, jeder ist ein Künstler, du hast nie gemacht, digital so gut geklappt, dann klappt es auch besser und das ist auch viel schöner, weil mit Handmalen ist eigentlich ein Unikat. Aber digital kann man ja immer wieder kopieren und so weiter. Gut, da hat er angefangen und das ist wirklich alles seiner, der ist beeinflusst von Natur sehr wahrscheinlich. Und er hatte seine Gedanken und so weiter wie von der Natur Insekten. Dabei hat er auch ein Bild hier, was man sieht. Ich habe jetzt vergessen, aber das ist eine arabische Buchstaben. Hat er so eine Art Kalligraphie geschafft.
das sehr schön mit dem Hintergrund und so weiter. Und dann habe ich noch eine Schülerin gehabt. Leider konnte sie nicht mehr kommen. Und sie hatte sehr viel von den Porträts und so weiter gemalt, was da am Anfang man sieht. Und ich freue mich sehr, dass es so weitergekommen und wir haben versucht, unser Konzept, die Farbe und Dialekt zu behalten. Und ich glaube, ich bin stolz drauf, das hat er gelungen. Etliche Künstlerinnen und Künstler haben mitgewirkt, unter anderem Salwa Utta, die heute mit uns hier ist und ein bisschen durch die Ausstellung führen wird. Liebe Salwa, erklär uns mal so, was du dir dabei gedacht hast, auf welche Gedanken du gekommen bist, als du diese Bilder hier erstellt hast, die man sehen kann. Vielen Dank, Mona. Ich wollte über meine Erfahrung berichten. Ich habe an dem Kurs teilgenommen. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Vor allem, ich liebe Kunst, ich liebe Farben. Es wurde mir die Gelegenheit gegeben, dass ich mich ausdrücke, also über meine Gedanken und meine Gefühle und auch, was ich vor mir sehe. Für das erste Bild, ich habe meinen Arbeitskollege Hani gemalt, mit dem Hintergrund, also weil er war richtig konzentriert, er war am Überlegen. Dann habe ich irgendwie die Ruhe und die Schönheit des Moments irgendwie hier dargestellt und dann natürlich hier, hier eigentlich sollte der Tisch sein, der uns eigentlich trennt. Aber ich habe so in meinen Gedanken gesagt, okay, er überlegt sich jetzt gerade was, er möchte jetzt was Kreatives malen und ich nehme an, ich bin mit der Philosophie gegangen, okay, man erntet, was man pflanzt. Das heißt, die Gedanken, man soll eigentlich positiv denken und immer das Leben schöner betrachten und das Ziel vor Auge haben und einfach so offen sein für das Neue. Für das zweite Bild, hier war ein Stück Heimat auch in Frage. Da habe ich auf jeden Fall hier die orientalische Lampe gemalt, plus also hier die Farben meines Heimats, also das ist blau und rot und hier die Mosaikfarben und hier natürlich die Farben, die durch diese Laterne oder diese Lampe rauskommen. Ich habe mich ausgedrückt, also wie ich auch die Farben mag und was ich auch mich verbindet, also mit den Farben, mit meiner Heimat, mit meinem Leben hier auch in Deutschland, also dass ich auch meine Heimat auch vermisse und ich mag alles, was traditionell ist und was mir auch sehr viel bedeutet. Das bereitet auch schöne Momente, Zeiten der Ruhe, der Entspannung. Auf dem dritten Bild habe ich Eiffelturm gemalt, weil ich habe den Wunsch tatsächlich Frankreich, also Paris zu besuchen und also unbedingt zum Eiffelturm gehen und dabei fotografiert zu sein. Ich möchte dieses Erlebnis haben und ich schicke erstmal jetzt diese Botschaft in der Zukunft. Ich habe das Ziel auf jeden Fall nach Paris zu fliegen oder zu fahren und dieses Erlebnis tatsächlich zu erleben. Auf dem vierten Bild, ich habe einfach Emotionen ausgedrückt. Alles in sich, also Wut, Trauer, Hoffnung, Liebe, alles zusammen. Normalerweise habe ich auch noch ein Bild gemalt mit Gesichtern, wo ich auch ausgedrückt habe, in den Verzweiflungsfällen, dass man ab und zu eigentlich lachen möchte. In dem Moment möchte man vielleicht doch weinen, vielleicht doch lachen, vielleicht man ist enttäuscht, man ist so, manchmal ist man irritiert auch im Leben, man muss sich auch sortieren und sich auch ausdrücken. Und ich finde, diese Gelegenheit, an diesem Kurs teilzunehmen und mitzumachen, gibt auf jeden Fall eine große Chance, das zu erleben, was man innerlich hat und man bringt es auch zum Ausdruck und das hilft auch in der Kommunikation auch mit den anderen, also das mitzuteilen und auch das wahrzunehmen. Ich finde diese Erfahrung toll. Ich hoffe, Herr Maruf macht weiter solche Kurse. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich motiviere andere auch dabei zu sein
Und ja, ein großes Dankeschön an Haus Filimbusch, die das auch ermöglicht haben, und an Herrn Maruf, der uns immer Tipps gegeben hat und uns begleitet hat. Also das finde ich toll, und ich werde diese Erfahrung auf jeden Fall für mich also behalten, und ich bin sehr positiv beeindruckt von dieser Erfahrung.